Hat Hanekammer gesprochen? Ah, stimmt, das war der Doppelklick. Ja, gut, ich würde sagen, wir haben den bequemsten Sitz der Welt. Jetzt muss ich nur noch die Harpune kalibrieren. So, blöd, dass zwei Richtungen beim Steuerhebel blockiert sind. Aber wer braucht die schon? Hauptsache, das Fadenkreuz zeigt gleich auf die Bahnstrecke und ich bin weg. Ha, das wird ein Kinderspiel. Das muss wahrscheinlich dahin. Wird das dann mit einem Champignon? Egal. Ich hab's. Nur noch die Lunte zünden und bam. So, das sollte es gewesen sein. Halte dich bereit, Wenzel. Hallo, Rufus. Toni, musst du hier so rumschleichen? Das ist immer noch mein Haus. Du erinnerst dich? Es ist nicht mehr ganz so offensichtlich, seit jemand den Briefkasten gestohlen hat. Aber das bringt mich auf etwas. Ich soll dir diesen Brief geben. Ein Brief? Rufus, es wird langsam Zeit. Ja, und wie? Sorry, Toni, aber der Zug ist abgefahren. Sobald die Lunte brennt, bin ich für immer aus deinem Leben verschwunden. Schön wär's. Jetzt bereust du sicher einiges von dem, was du gesagt hast. Stimmt. Angefangen bei, du kannst ja trotzdem bei mir wohnen. Der finale Abschied. Dies ist der finale Abschied. Zum Jubeln ist es noch zu früh. Stimmt wohl. Nichts von dem, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Ein Glück. Dann kann ich zumindest nichts Falsches sagen. Es ist zu spät. Du kannst mich noch so sehr bitten. Ich werde dich nicht mitnehmen. Kann ich das schriftlich haben? Warum bist du hier? Hast du etwa immer noch Hoffnung, dass ein Wunder geschieht? Ein Wunder wäre es, wenn du tatsächlich endlich verschwendest. Aber wenn es wieder einmal nicht klappt, sehe ich wenigstens, wie du dich verletzt. Ich gehe fort. Für immer. Ich habe aufgehört, darauf zu hoffen. Okay. Lieber nicht mehr anfassen. Es ist alles justiert. Gut, das heißt... Jetzt wird's spannend. Und Horrido. Jetzt bin ich gespannt. Alter, da war auch noch Kreuzer. Ah ja, vielleicht sollte ich mal den Brief lesen. Sehr geehrter Herr... Wir freuen uns, Sie bla 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 bla. Kommt mal zum Punkt. Leider verzögert sich die Lieferung ihrer Schrauben um ein paar Hasebossen-Babelschussen.
beiliegend finden Sie noch einen Gutschein für eine Schachtel Nüten. Bitte die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen. Moment mal. Schrauben? Also in den Zehen ist es doch irgendwie lauter, oder? Ah, ich bin schon wieder dran. Okay. Ja, gut. Ist klar. Kann ich eigentlich noch irgendwas machen? Nö. Aber der Koffer ist fast. Was für ein Gewurstel. Hey, und da ist ja auch mein Koffer. Er muss sich in der Kette vertüdelt haben. Vertüdelt haben. Hauptsache, der Koffer ist mitgekommen. Gott sei Dank. Hey, Zahnbürste. Dahinter verläuft ein Sturzbach aus Schrott. Tja, Heimweh geht anders. Ja, ne, die Cutscenes sind sehr laut. Das ist halt das. Wir speichern mal. Aber... Was ist das? Bildschirmtext. Ich gehe mit einem doch noch ein bisschen runter. Mir fliegt jetzt schon Dreck zwischen die Zähne. Ich lasse ihn mal lieber zu. Ein gut geöltes Getriebe. Ein Drahtgitter. Dahinter führt ein Schacht nach oben. Au, der Draht bohrt sich in mein Fleisch. Ich bräuchte so etwas wie... Hat hier irgendjemand zufällig einen Seitenschneider? Ja, gut. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Ich spare mir meine Telekinese. Klarer Hebel, rechter Hebel, linker Hebel. Ich spare mir meine Telekinese. Da sind schon genug Ölflecken. Keine Chance. Das Zeug habe ich gerade. So viel habe ich schon seit Jahren nicht mehr für was zu essen gearbeitet. Der Arm pult die Nüsse aus dem Getriebe. Na, schau sich einer die Beißerchen an. Hey, ganz schön aggressiv das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Mir fliegt jetzt schon Dreck zwischen die Zähne. Ich lasse ihn mal lieber zu. Wieso? Diese. Damit kriege ich die nie auf. Keine Chance. Das Zeug habe ich. So viel habe ich schon seit. Okay, also müssen wir es auch mal reinstopfen. Hey,
ganz schön aggressiv. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Da sind schon genug. Solange die Klappe zu ist, kann ich ihr auch keine Socke anziehen. Also muss ich das auf die Klappe machen? Okay, Manussis. Ich habe sozusagen einen Fuß in der Tür. Doch, die Socke können wir jetzt wieder mitnehmen. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Uah, mir fliegt jetzt schon Dreck zwischen die Zähne. Das ist unfassbar. Es kann einfach nicht sein. Ich glaube, mir wird schwindelig. Nicht schwindelfrei, Fräulein Goal. Sie hätten in Ihrer Kabine bleiben sollen. Es war sehr dumm von Ihnen, sich den Anordnungen zu widersetzen. Was? Was geht hier vor, Amtmann? Wussten Sie etwa hiervon? Einen Moment. Sie wussten alle davon, nicht wahr? Ganz Organon steckt damit drin. Dachten Sie wirklich, Sie könnten das hier für sich behalten? Warten Sie, bis ich Cletus davon erzählt habe. Sie werden gar nichts erzählen. Sie werden hier schön brav warten, bis der Oberkontrollrat eingetroffen ist. Und dann? Ich bin Elysianerin, keine von seinen Schreibtischmarionetten. Wie will er mich zum Schweigen bringen? Warten Sie es doch ab. Ich will Ihnen doch nicht die Spannung verderben. Sabalot, eine echte Orbit-Elfe. Die wird mir ganz schön dankbar sein, wenn ich sie erst einmal aus den Klauen des finsteren Fiskus gerettet habe. Also los. Rufus to the rescue. Nehmt das! Nein, nicht! Ah. Was ist das? Oh, das war dann wohl der falsche Hebel. Du verdammter Idiot! Du wagst es allen Ernstes, dich in die Pläne des Organon einzumischen? Los, werft ihn über Bord! Ah, dazu müsstet ihr mich wohl erstmal... Aber dafür bin ich eine Spur zu flink! Erst bin ich hier, dann bin ich weg. Hier, weg. Okay. Mach leiser. Alter, warum ist das so laut? Aua. Ich war so nah dran. Nein. Kaum sehe ich eine schöne Frau in Not und schon bam. Ach, was soll ich machen? Ich bin einfach ein unverbesserlicher Gutmensch. Oder ich müsste schnell den OBS dann immer umändern. Wenn man immer wüsste, wann eine Cutscene kommt. Alter, es pustet dir die Ohren weg. Frau Hinkel vermisst ihren Dackel. Ach, der findet sich schon wieder ein. So viel Kerosin war ja jetzt auch nicht in der Turbine. Okay. Ist das Harvey? Löl. Wanted. Freigegeben ab 6? Wie langweilig ist das denn? Kinder mit 6 haben da bestimmt Spaß. Hey, Toro, hab ich gesagt. Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Schade. Was haben wir denn? Motorhaube. Mikro? Verschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Da war ich sehr verdrossen. Die Motorhaube war verschlossen. Na toll, die Karre ist Schrott, aber das Schloss funktioniert noch. Das ist nur die Tockertür. Zum Dorfkern. Schwarzes Brett.
erwischt, ja. Ja, runter geht's noch gar nicht, okay. Da haben wir. Ach, die Scheibe ist völlig verdreckt. Dahinter hängt ein Schild. Vielleicht der Name des Fahrers. Puh, das könnte alles heißen. Ja. Okay. Gehen wir mal zum Dorfkern. Was ist denn hier los? So einen Andrang am Rathaus hat es nicht mehr gegeben seit der Bürgermeister eine Steuer auf mangelndes politisches Engagement erheben wollte. So, Wassertank. Einfach mal dran ziehen. Ach Gott. Darüber lassen sich die Häuser mit Wasser befüllen oder mit flüssigem Stickstoff, je nach Fluchtplan. Okay. Eine Notrufsäule. Oh Gott. Ach, das ist Tonis Laden. Oh. Ja, zu Tonis Hütte. Ja, gut. Sollte er nicht eigentlich die Rohrleitungen instand halten und Mülllawinen wegschaufeln? Fauler Sack. Hallo, Hanek. Ach, hier, Rufus. Genau. Warum arbeitet ihr nicht? Du meinst, so wie du? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Darum. Hey, ich habe ordentlich zu tun. Ich bin schon den ganzen Tag am Rumrennen. Sachen erledigen und besorgen und so. Na, dann besorg uns doch mal neue Magneten für den Sprengplan. Dann können wir nämlich auch weiterarbeiten. Wie genau funktioniert das mit dem Sprengplan? Oh, das ist eine spannende Sache. Das bezweifle ich. Der Sprengmeister legt die nächsten drei Sprengpositionen fest, indem er den entsprechenden Quadranten mit Magneten markiert. Dann läutet er die Glocke. Ich gebe das Signal dann weiter an den Grubenarbeiter, der unten im Stollen die Sprengsätze anbringt. Dann wird gesprengt. Und dann kommt der spannende Teil? Nein. Eigentlich war es das dann. Ach, wusste ich's doch. Was treibt ihr da unten eigentlich? Na, was wohl? Wir sind Müllsucher. Wir suchen nach nützlichem Schrott. Aber meistens ist Schrott eben nur Schrott. Also nutzlos. Ich habe zum Beispiel eine ganze Sammlung von Autoschlüsseln, die zu längst verwrackten Autos gehören. Ist zufällig mein Schlüssel dabei? Weiß nicht. Wie war noch gleich dein Name? Rufus. Mal nachdenken. Rufus. Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Wenzel. Mal nachdenken. Wenzel? Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Toni. Mal nachdenken. Toni? Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Vergiss es. Schon geschehen. Noch was? Ist das da drüben dein Papagei? Ja. Wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papageien besorgen. Verstehe. Ja, gut. Rufus. Genau. Wo hängt er da? Ist das da ein Abgrund? Gut.
Wird, glaube ich, gleich Zeit fürs Bettchen. Aber hängt der da einfach... Okay. Netter Papagei. Ja. Wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn... Einen neuen Papagei... Verstehe. Hallo. Hallo. Hallo, ich habe Hunger. Ich ernähre mich schon seit Tagen nur von Würmern. Ignoriere ihn. Meine Frau redet manchmal mit sich selbst, wenn sie da unten ist. Da hat er das eine oder andere aufgeschnappt. Wir dürfen uns nicht mehr treffen. Mein Mann ist zwar fast taub, aber der Vogel hat ein sehr feines Gehör. Das merkt man, ja. Was ist das, ein Chamäleon? Zur Notfallstation. In Lonzos Kneipe. Hey, warum arbeitet ihr nicht? Irgend so ein Witzbold. Nein. Hey, irgend so. Rathaus. Wenn die Bürger von Kuwak um ihr Leben fürchten, können sie hier um Hilfe rufen. Kuwak. Das hat mir schon so manchen Fluchtplan ruiniert. Ich habe ein Verbrechen zu melden. Hallo? Hallo? Na toll. Inspektor Gizmo ist scheinbar unterwegs. Aber kaum versenkt man die Gehhilfe des Dorfältesten aus Versehen im Klärbecken, steht er wieder hinter einem. Ich probier's später nochmal. Komisch. In Wenzels Haus. Das ist Wenzels Haus. Er wird ganz schön Augen machen, wenn ich ihm von meinem Abenteuer erzähle. Wird sich grün und blau ärgern, dass er nicht mitkommen wollte. Er wird sich schütteln und Heulkrämpfe bekommen. Warum bin ich nur nicht so cool und risikobereit wie du, Rufus? Ich würde auch gern so krasse Sachen erleben. Aber tief in seinem Innern weiß er längst, dass er nicht das Zeug dafür hat. Das wird ihn in eine tiefe Depression stürzen. Oh Mann, ich hoffe, er ist zu Hause. Ja. Wenzel? Hey Rufus, schon zurück? Das ging diesmal aber wirklich schnell. Sag nichts. Ich hatte es diesmal wirklich schon geschafft. Leider kam mir wieder einmal meine Menschenliebe dazwischen. Ach ja, diese verfluchte Menschenliebe. Immer steht sie dir im Wege, nicht wahr? Du sagst es. Du kommst ja zu nichts mehr. Es gibt einfach zu viele Menschen. Man sollte sie alle... im rostroten Meer versenken, genau. Ah. Diese verfluchte Menschenliebe. Apropos, danke für deine Sachen. Was? Moment mal, ist das etwa meine Kiste? Du hast gesagt, ich kann alles nehmen, wenn du es schaffst. Aber... Und du hast es geschafft. Das hast du doch eben sogar noch einmal bestätigt, oder? Ja schon. Na, dann ist doch alles paletti. Hast du die Kiste etwa aufbekommen? Ja. Man musste nur vorher die Kindersicherung lösen. Aber es war nur dieser komische Stock da drin. Wünschelrute. Das ist die Wünschelrute meines Vaters. Meinst du? Der Legende nach hat sie ihm immer Glück gebracht. Er hat damit die Wasserader gefunden, auf der Kuwak gegründet wurde. Wenn mein Vater immer so viel Glück gehabt hätte, warum hat er es dann nicht geschafft, mich mitzunehmen, als er Deponia verließ? Tja, da bin ich überfragt. Vielleicht findest du ja Wasser mit der Wünschelrute. Und wo soll ich da suchen? Etwa in meinem Keller? Das halte ich doch für sehr unwahrscheinlich. Bis später. Genau. Ja, ich meine, super von seinem Plan zu erzählen, aber dafür, dass er nicht von Kuwak weg ist? Naja. Und ich würde sagen, verabschieden wir uns für heute?